Ja, ich weiß, Kurt hat ein Video gemacht, deswegen sitze ich jetzt auch hier. Aber wird eh wieder langweilig. Ich werde jetzt so sagen, dann sagt er so, damit er wieder sagen, ja, kannst dich argumentieren. Am Ende, wir hauen uns doch hin. Ich werde eh wieder so ein langweiliger Beef hinher. Der sagt das, der sagt so. Aber ich weiß auch nicht, warum. Seit dieser Upload-Sache muss mich Kurt wohl immer und immer wieder am Rande erwähnen. Hat ABK eine ebenfalls ultra schlechte Antwort hochgeladen? Oh. Digga, er riet einfach, obwohl er halt immer 50 Strikes hat oder sowas, den goldenen YouTube-Play-Button und YouTube gibt mir nicht mal diesen silbernen. ABK hat aber mit Abstand die asozialste und schlimmste Community auf ganz YouTube. Also dieses Video ist ja wirklich unfassbar schlecht. Mir wird halt immer noch diese Pedo-Sache halt vorgeworfen, nur wegen ABK. Ich weiß nicht, ist halt einfach ein Vlog so, ne? Ich finde den Merch ein bisschen teuer. 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 Walla, der redet öfter von mir als meine eigene Mutter. Dann rede ich einmal 7 Minuten im Livestream über den. Dann macht er 4 Videos darüber. Er reagiert also 4-mal auf das gleiche Video. Und das Ganze auch noch in Bollywood-Filmlänge. Man merkt richtig, dass er zu viel Zeit hat, um sich YouTube zu ernsten. Ich mach nicht mal, mein Stuhl funktioniert. Aber egal, wir reagieren jetzt drauf, gucken wir uns sein Video an. So, wie heißt der nochmal? Hier, KuchenTV. Jo, Freunde der... Und ich sag dir ehrlich, nimmst du einem KuchenTV sein YouTube weg, hat er nichts mehr. Stimmt, es gibt haufenweise Leute in meinem Alter, die es weitergebracht haben als ich. Ich meine, ich bin schon ganze 26 und habe gerade mal ein Haus gekauft, fahre ein teures Auto, stehe wirtschaftlich mega gut da, habe einen der größten Kanäle in YouTube Deutschland und habe eine Familie und geile Freunde. Boah, man merkt richtig, dass du ein Problem mit dem Thema Bescheidenheit hast. Sobald man den ein bisschen aus der Reserve lockt, fängt er einfach an, mit seinem Besitztümer zu prallen. Wo ist das sachliche KuchenTV? Wo ist der hin? So wie der gerade redet, das zeigt sein wahres Gesicht. Das zeigt so, wie arrogant der auch ist. Ich hab ein Haus. Ich hab ein da. Ich, lieber KuchenTV, verlasse mich nicht auf diese YouTube-Scheiße, deswegen studiere ich ja auch noch. Als ob ich mich jetzt auf so ein willkürliches System wie YouTube verlasse, das einfach manchmal Videos so strikt, voll die komischen Sachen passieren. Da er selber hat noch vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo das darüber abfuckt, dass auf einmal alles gelb wird, der kein Geld mehr mit manchen Videos gemacht hat. Und dann soll ich mich auf so eine Scheiße verlassen? Ich kann mit Stolz verkünden, dass ich neben meiner öffentlichkeitswirksamen Arbeit, nämlich YouTube, noch mein Studium gemacht habe. Und darüber hinaus bin ich ja dank meines Abiturs und meinen Uni-Abschluss für den Arbeitsmarkt auch ohne YouTube viel attraktiver als du. Wenn mich jetzt Leute auf YouTube nicht attraktiv genug finden, ja egal. Aber für den Arbeitsmarkt bin ich attraktiv mit diesen Bildungsabschlüssen, die ich habe. Damit ich jetzt auch nochmal hier Isams Aussage zusammenfasse. Die eine Sache ist, seinen Beruf oder seine Selbstständigkeit zu verlieren. Die andere Sache ist aber, dass man für den Fall, dass man seine Selbstständigkeit oder seinen Beruf verloren hat, diese ganzen Umstände schleunigst bessern kann, weil man eben halt seinen Abschluss hat. ABK ist halt anscheinend jemand, der wirklich gar nicht auf Zahlen achtet. Dem ist das komplett egal, wie Videos performen und sonst irgendwas. Und das ist schön und gut, er kann ja machen, wie er möchte. Aber wenn dann andere ihre Statistiken checken und jemandem sowas vielleicht etwas wichtiger ist, ist das nicht direkt cringe oder kritisierbar. Mal abgesehen davon ist doch klar, dass wenn YouTuber sich untereinander unterhalten, dass da auch hin und wieder mal über Zahlen geredet wird, weil das halt quasi unser Job ist. Wenn ich dem so zuhöre, dann wirkt er auf mich so, als würde er dieses ganze YouTube-Ding einfach rein ökonomisch betrachten. Du als YouTuber sollst doch wissen, wohin das führt, wenn ein YouTuber die ganze Zeit auf die Zahlen guckt, die ganze Zeit irgendwelche Klicks, Likes aktualisiert, guckt, wie viele Leute den feiern. Das ist auch das Ding, was mich an Social Media abfuckt. Wo ist da die Kunst? Wo ist da die Kreativität? Der lässt da seine Kunst, seine Kreativität, lässt er durch Zahlen steuern. Wo seid ihr da noch Creator? Wo seid ihr da noch YouTuber, wenn ihr jetzt nur auf Zahlen guckt? Jetzt, wo ich nochmal aus deinem eigenen Mund bestätigt bekommen habe, dass du so krass auf Zahlen geierst wie ich auf Frauen, jetzt verstehe ich auch, warum du ein Video machst, in dem du erklärst, warum du einen Hype hast. Warum mögen mich auf einmal die Leute? Warum bin ich gerade im Hype? Ich habe zum Beispiel ja auch... Das sagen mir auch viele, dass ich einfach eine super Entwicklung hingelegt habe. Das war so unangenehm. Jeder wie der will, aber ich selber könnte niemals ein Video machen, warum ich so einen krassen Hype habe, warum ich so Erfolg habe. Ich würde gegen meinen Monitor boxen, wenn ich mein eigenes Video schneide, Alter. Ihr Selbsthass. Firmen wie VW haben ganze Abteilungen, die sich nur mit Zahlen beschäftigen. Umsatz, Wachstum und so weiter. Das ist komplett normal. Aber nee, bei einem YouTuber ist das natürlich dann doch wieder ziemlich cringe. Ja, Volkswagen, jetzt komm mal runter von deinem Film. Volkswagen ist doch ein Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Das ist doch klar, dass die eine ganze Abteilung haben, wo die sich um das Wirtschaftliche genau kümmern, dies, das. Da sind doch voll viele Arbeitsplätze von abhängig. Natürlich gibt es auch YouTuber, die sich Teams aufgebaut haben, wo Leute auch für die arbeiten und so. Aber das Ding ist einfach, dass du als YouTuber eher in so eine Richtung
Künstler gehst und VW hat doch nichts mit diesem künstlerischen Segment zu tun. Ist doch klar, dass ein VW-Konzern hauptsächlich auf Umsatzsteigerung aus ist. Aber das ausgerechnet du dich mit VW vergleichst, wundert mich eigentlich gar nicht. Weil ich meine, das wurde zu einer Zeit gegründet, in der du wahrscheinlich gerne geboren wärst. Ich kann über Dinge reden, wie ich Lust dazu habe. Wer hat dich denn nach deiner Meinung zu diesen Schülern gefragt? Oder ob die Gesamtschule leichter war? Oder ob du früher gemobbt worden bist? Ja, indirekt meine gesamte Community. Denn gerade in meinem Fall ist dieser humoristische Umgang mit dem Thema Bildung ein Thema, dem ich mich im Vergleich zu dir deutlich qualifizierter widmen kann. Mal abgesehen davon haben mich tatsächlich ein paar Leute gefragt, warum ich glaube, warum es gerade bei mir so läuft. Jetzt mal ernsthaft, es ist doch gut, sich selber selbstkritisch zu sehen und sich auch mal positiv zu erwähnen. Das ist auch gut für ein gesundes Selbstbewusstsein. Kein Plan, ob du irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hast oder so. Aber das gesunde Selbstbewusstsein brauche ich persönlich in meinem YouTube-Video nicht für mich nochmal zu thematisieren. Warum um Himmels Willen sollte ich jetzt mir auf einer öffentlichen Bühne selber so viel Komplimente machen? Reicht dir nicht die Anerkennung deiner Freunde, deiner Familie, von mir aus auch deiner Community? Musst du das unbedingt nochmal öffentlich lang und breit treten, warum du so ein geiler Typ bist, warum du so einen krassen Hype hast? Wozu? Ein renommierter Psychologe hätte dir zum jetzigen Zeitpunkt hundertprozentig narzisstische Züge diagnostiziert. Auch dieses voll oft sagt in Videos, ja, und wenn man mit mir cool ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann kein Video gegen die Person mache, weil viele YouTuber hoffen sich ja, wenn die mit mir cool sind, dass ich kein Video gegen die mache. Wer bist du? Wisst ihr, was mir auffällt? Obwohl ABK mich ja wirklich gar nicht feiert, kennt er jede Aussage und jedes Video von mir. Ich meine, das habe ich random in irgendeinem Stream mal so nebenbei gesagt. Obwohl, nein, das wundert mich gar nicht, dass du selbstverliebtes Stück etwas auch diese Umstände wieder mal falsch deutest. Natürlich guck ich mir alle deine Videos an, weil du bist mir ein tägliches Lehrstück darüber, welch eine Person ich auf YouTube und im Privaten niemals sein möchte. Ich bin KuchenTV, ich bin nun mal der größte Meinungsblogger auf dieser Seite. Das ist halt ein Fakt. Ja, wie bereits am Anfang beschrieben, hast du es anscheinend mit dem Thema Bescheidenheit nicht so. Meine Videos haben nun mal hunderttausende Aufrufe und für viele Leute ein gewisses Gewicht. Ich trage zur Meinungsbildung der YouTube-Community bei, das ist nun mal Fakt und niemand möchte negativ darstellen. Aber wir können auch gerne diese ganze Geschichte jetzt notariell beglaubigen lassen. Deine Videos und alles, was damit einhergeht, darauf scheiße ich komplett. Ich reagiere jetzt gerade nur darauf, weil ich muss, will, keine Ahnung, geschenkter Content, so. Ich hoffe, ich konnte deine Frage, wer ich bin, zufriedenstellend beantworten, ABK. Obwohl man doch hätte selber drauf kommen können, wenn man eine Abitur hat, oder? Das heißt Einser-Abitur. Ich glaube, selbst einen Deutsch-Grundkurs hättest du in keiner Oberstufe überstanden. Der am Tag des Neuseeland-Attentats einen Tweet macht, in dem er sich darüber lustig macht, als es als schwarzer Humor und sonst was verkauft, aber bei mir sagt, wenn ich einmal was sage, boah, das ist aber asozial. Wisst ihr was? Ich entschuldige mich sogar für den Witz. Es tut mir leid an jeden muslimischen Mitbürger, den ich damit irgendwie angegriffen oder beleidigt habe. Darf man jetzt deine Entschuldigung als eine Art Schuldeingeständnis werden? Denn für Witze, die man auch generell als Witze deklarieren kann, muss man sich ja bekanntlich nicht entschuldigen. Man weiß ja, dass es dann Witze sind. Du entschuldigst dich gerade hier. Kuchen? Wenn das jetzt kein Witz war, können wir uns dann wenigstens einfach nur für meinen inneren Seelenfrieden darauf einigen, dass du mit diesem Tweet einfach über die Stränge schlagen wolltest und gar keine Ahnung hast, was du davon dir gibst. Ja. Und da haben wir dich jetzt einfach als ungebildeten Querschläger entlarvt. Ich habe jetzt sogar ganz symbolisch 1000 Euro an die Flüchtlingshilfe der Aktion Deutschland gespendet. Jetzt stell mir mal bitte einer den Zusammenhang her zwischen diesen Muslimen, die von ihm geblamed wurden, und der Flüchtlingshilfe der Aktion Deutschland da. Natürlich, krass, KuchenTV, du hast gespendet, Baba, Mashallah. Aber eins ist dabei natürlich klar. Hätte es damals diesen skandalösen Tweet von KuchenTV nicht gegeben, hätte es wohl auch heute von KuchenTV keine Spende gegeben. Es ist ja offensichtlich, dass KuchenTV das Geld jetzt nur gespendet hat, um sein Image reinzuwaschen, damit er auch vielleicht ein bisschen von diesem Ihr-wisst-schon-Image loskommt, ne? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass nicht einmal die Flüchtlingshilfe für so ein Video instrumentalisiert werden möchte. Also ich nehme den erst ernst, wenn er seine mittlere Reife wenigstens hat. Vielleicht schon, yeah. Wenn er ein Fachabschluss hat. Nicht. ABK, wenn du irgendwann mal ein Video über mich machen solltest, bitte erklär mir mal bitte, was der Schulabschluss irgendwie mit Intelligenz zu tun hat oder was das deiner Meinung nach aussagt. Guck mal, KuchenTV, dass ein Schulabschluss vollkommen gleich welcher nichts über die Intelligenz eines Menschen aussagt, das hast sogar du verstanden. Doch von einer guten allgemeinen Hochschulreife lässt sich meiner Meinung nach mit Sicherheit auf einen vernünftigen Bildungsgrad schließen. Gerade in diesem Ausschnitt auf Twitch habe ich nicht gesagt, dass ich schlauer als du bin, weil ich ein Abi habe. Du hast das Ganze doch da rein interpretiert. Ich habe doch auf meinem Kanal selber Videos gemacht, in denen ich gesagt habe, dass Lehrer nach Sympathie bewerten. Ich habe ein Einzelabitur, weil ich mich unter anderem bei den Lehrern auch eingeschleimt habe. Ich habe es doch selber gesagt, auf meinem Kanal, des Öfteren sogar, dass ich ein Lutscher war in der Schule, dass ich immer geschleimt habe.
auch wenn ich des Öfteren über mein gutes Abitur rede, dann hat das keinesfalls was mit einem selbstverliebten Charakter zu tun. Ich mache das viel eher, um meine Community zu motivieren, um denen zu zeigen, dass auch wenn man aus Verhältnissen kommt, wo vielleicht die Eltern nicht lesen und schreiben können, man in Armut groß geworden ist und sonst was, man es trotzdem schaffen kann. Das ist das, was ich unter anderem auf meinem Kanal versuche manchmal zu vermitteln. Welche Werte du versuchst deinen Zuschauern zu vermitteln, wird mir sogar bei genauerer Betrachtung deines Kanals nicht bewusst. Und als ob das jetzt noch nicht genug wäre, da hat sogar noch auf seinem anderen Kanal noch ein Video über mich gemacht, wo er nochmal 30 Minuten über mich redet. Ja, das ist halt einfach nur typisch propagandamäßig, Digga. Aber weil es Muslime sind und weil sie wissen, dass ihre Zuschauer ebenfalls zum großen Teil Muslime sind, ist das jetzt ganz böse. Aber alle anderen Witze sind natürlich in Ordnung. Digga, es ist, ich spuck auf euch, Digga. Wie kommt er jetzt aber darauf, diese Religionszugehörigkeit meiner Abonnenten zu bestimmen? Hat der jetzt irgendeine Studie gemacht, dass der weiß, dass mich nur Muslime gucken oder sonst was? Ich fand deinen Witz einfach scheiße. Das hat gar nichts mit meiner Community zu tun. Ich habe es im Gegensatz zu dir, KuchenTV, gar nicht nötig, gegen jemanden zu hetzen. Weil bei dir liegen doch gerade die Fakten auf dem Tisch. Das spricht doch schon genug gegen dein Empathievermögen. Ein Joke ist etwas, was eine Pointe hat. Ich habe geschrieben, heute ist wohl Gegenteiltag in Neuseeland. Aber es ist nun mal so, dass die ganzen Terroranschläge, die in unseren Medien gezeigt werden, von Muslimen gemacht werden. Digga, er versucht gerade zu erklären, was die Pointe seines Witzes war und labert dabei noch voll die Scheiße. Diese ganzen Terroranschläge sind doch gar nicht von Muslimen. Das sind Dschihadisten, Terroristen. Das hat doch nichts mit dem Islam zu tun. Wenn du mich doch schon für meine Ausdrucksweise kritisierst, dann pass erstmal auf, was du sagst. Du kannst doch gerade nicht einfach normale Muslime mit irgendwelchen Dschihadisten oder Islamisten vergleichen. Mit deiner Aussage geraten alle Muslime unter Generalverdacht. Genauso wie der Terrorist aus Christchurch auch kein Christ war, sondern allgemeingeläufig als christlicher Extremist bekannt war. Ein kleiner, aber bedeutsamer Unterschied, lieber KuchenTV.